Hallo, heute auch von Eddie, Walter und Felix. Die drei vermissen euch sehr und helfen uns heute bei dem neuen Video. Heute schauen wir uns Rechenstreifen und Wendeplättchen an. Du brauchst es in der ganzen Woche. Ich zeige dir, wie du es selber basteln kannst. Den Rechenstreifen kannst du dir bei Foxdrive herunterladen. Dann hast du schon eine Vorlage. Du kannst es natürlich auch selber machen. So soll er aussehen. Für die Wendeplättchen brauchen wir verschiedene Sachen. Du siehst schon, ein Plättchen hat eine blaue und eine rote Seite. Du kannst sie wenden. Dafür brauchst du ein weißes Blatt, einen Bleistift, eine Schere, einen roten und einen blauen Stift und ein 10-Cent-Stück. Lege das 10-Cent-Stück auf dein Blatt und mache mit dem Bleistift einen Kreis herum. Jetzt kannst du die erste Seite schon anmalen. Du machst das natürlich viel schöner als ich und malst das ganze Plättchen an. Ich zeige es dir jetzt nur schnell, wie es aussehen soll. Nimm dann die Schere und schneide deinen Kreis aus. Jetzt habe ich schon eine rote Seite. Was fehlt? Richtig, die blaue Seite. Drehe dein Plättchen um und male nun auch noch die Seite blau an. Gib dir auch hier mehr Mühe als ich. Das kannst du bestimmt schöner als mein Kriggelkraggel. Wenn du beide Seiten angemalt hast, ist dein eigenes Wendeplättchen fertig. Mache mindestens 10 eigene Plättchen. Du brauchst sie diese Woche. Viel Spaß beim Basteln. Viel Spaß!